Moin Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mafia 2. Mittlerweile schon Folge 19. Und ja, wie wir sehen können, wir sind endlich in die Villa eingezogen, die sich der liebe Dings Vito hier schon immer gewünscht hat. Oh, ich habe schon den Namen vergessen. Und hier rappelt das Telefon, aber wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Ja, Leute, wo wir in Kapitel 2 damals hier vorbeigefahren sind, oder 3, hatten wir das einfach gesehen und Vito so. Ah, hier möchte ich gerne mal wohnen. Und ja, jetzt wohnen wir endlich hier. Und ich würde sagen, wir gehen ans Telefon. Das ist Kapitel 10, Zimmerservice. Hallo? Hey Vito, ich bin's Eddie. Hey Eddie, wie geht's? Komm sofort in Joes Wohnung. Okay, gut. Was ist los? Kann ich dir nicht am Telefon sagen? Gut, ich bin gleich da. So, drifte ich sofort mit Eddie bei Joe. Ja, diese Mission weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also normal müsste ich ja auch gar nicht wissen, weil es soll ja keine Dings, kein Spoiler hier oder irgendwas sein. Ich würde sagen, wir nehmen heute mal den Maßanzug. Nee, der sieht scheiße aus. Was haben wir denn hier alles? Stilvoller Cowboy-Anzug. Nee, ich hasse es, Dings. Komm, hol einfach mal die Motorradfahrerkleidung. Oder nee, ach Mann, das ist. Ah, scheiße, ich hol einfach, komm. Wir holen einfach, Hemd mit Hose. So, jetzt gehen wir einfach hier raus. Immer dieses Ding. Wir sind schlimmer wie Frauen, wirklich. Also wir sind schlimmer am Kleiderschrank in Mafia wie Frauen, ey. Und das hier möchte ich mal gern parken, weil mit dem Auto möchte ich es nicht fahren. Weißt du, ob wir es nochmal zurückkriegen? Weil meistens, wenn wir bei Joe sind, dann verlieren wir meistens die Autos, weil wir immer mit jemand anderem haben fahren. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal mit dem hier. Ja. Die respawnen wenigstens die anderen Autos. Also die Autos, die wir finden, respawnen glaube ich nicht. Aber die bei dem DLC dabei sind, die spawnen dann wieder so gesagt in die Garage zurück. So, Polizei hat gerade nichts gemacht. Ich bin gerade einem reingefahren. Ja, ich guck mal gerade, wie die Sounds eigentlich eingestellt sind. Ton. Jo, normal wird jetzt hier Radio laufen. Ich habe jetzt hier Empire. Halt euer Maul. Radio aus, komm, dass hier doch nichts passiert. Ja. Warte mal, wie viel Geld haben wir denn? Ach, 10.000. Ach, hallo Polizei. Komm, wir lassen uns einfach mal schnappen. Das wird was kosten, Sir. Okay, 50 Dollar Strafe. Tut mir leid, lieber Herr Taxifahrer. Naja. Kommt eben alles mal vor. Danke, Officer. Ich will deine Visage nicht mehr sehen. Ja, ich steine auch nicht mehr, lieber Polizist. Jetzt fahren wir hier weg und gehen ins Auto und lästern jetzt über ihn. So, jetzt sind wir hier im Auto. Mann, was ein scheiß Bastard. Okay, wir fahren jetzt zu Joe. Im schönen Stile. Mit einem Futura. Ich glaube, das ist ein Futura. Oder ein Jefferson Futura, oder wie das Ding heißt. Und das war gerade die Motorhaube. Yay, die Motorhaube ist weggeflogen. Und. Ja, Mafia 3 ist immer noch nicht released. Halt euer Maul. Wie haben die uns gesehen? Die sind nicht hinter uns gefahren, die sind vor uns gefahren. Egal. KK, kein Kommentar. Und haben wir jetzt eigentlich. Nee, das andere Häuschen haben wir jetzt nicht behalten. Also das heißt, wir haben immer nur ein Apartment. Außer im Free Roam Mod, da haben wir alle Apartments, die wir je hatten, können wir dann betreten. Aber so können wir immer nur eins betreten. Da ist ein Leichenwagen, den fahren wir am besten nicht rein, das ist ein bisschen unhöflich. Gut, gut. Ja. Sind wir auch gleich da? Bei Joe? Hi. Heidewitzka. Ist ein bisschen scheiße zu lenken, dieses Auto, aber. Ich gebe mein Bestes. Ich habe dieses Auto schon immer gehasst, aber ich wollte es mal fragen für die Aufnahme jetzt hier. Normal hasse ich dieses Auto. Der Kerl ist ausgerastet. Schaltet ihn aus. Halt euer Maul. Ah, ihr wollt also kämpfen. Okay. Das könnt ihr haben. Bam. Bam. Nein. Nein. Nicht. Hol doch die Waffe. Vito, hol die Waffe. Hol die Waffe. Mann. Oh, hat er uns genau erschossen, wo wir nachgeladen haben. Okay. Das gibt wohl Rache, Leute. Das gibt Rache. Nee, nicht schon wieder. Ja, sorry jetzt. 5 Minuten verplempert wegen diesem Scheiß hier. Oh, jetzt sind das hier wirklich Drecksbullen im Spiel. Drecksbullen, ey, wirklich.
Ich meine, ich habe den ja aus Versehen umgefahren, weil da hat so ein scheiß Auto gestanden. Ich bin ihm ausgewichen und bin dann eben gegen dem sein Bein gefahren. Ich bin gegen das Bein gefahren, ja? Der hat vielleicht das Bein gebrochen, der liebe Herr, aber er ist nicht tot. Das können wir schon. So. Oh Mann, oh Mann. Dieses Auto tun wir wieder in die Garage zurück. So, nehmen wir einfach mal das hier, just for fun. Komm. Ja, und dann würde ich mal sagen, glückliches Fahren jetzt und auch gelingendes Fahren, weil diesmal, glaube ich, brauchen wir keinen Unfall, weil dieses Auto nicht schnell fährt. Können wir nochmal einen T-Pings-Grenzer hier reinmachen. Oh, ich will dem doch ausweichen. Warum fährt er mir rein? Also, liebe Spielersteller, das ist wirklich irgendein Bug oder anscheinend, dass die mir dann reinfahren, wenn ich den ausweichen möchte. Das muss behoben werden. Aber ich glaube, Mafia 2, da wird nichts mehr behoben. Das letzte Update war vor einem Jahr, glaube ich. Mafia 2 Update, ja. Da ist, glaube ich, eine neue Waffe hinzugekommen. Und warum laufen die mir immer vors Auto, wenn ich hier irgendwie beim Bürgersteig rüberfahre? Ich weiß, es ist verboten, aber man kann ja nach da laufen, wo keine Autos sind. Und die laufen genau vors Auto und denken, da hinten steht die Polizei, ich hab's mir jetzt voll überfahren hier. Ja, dann könnt ihr nichts mehr tun, die sind im Stand tot. Und hier kommt jetzt ein... Oh. Alles klar. Ich bin 60 gefahren, hier sind 60 erlaubt. Ja, hier ist fast 62. Toll. Boah, scheiß Leiche waren, ey. Hau ab. Mann, Alter. Was ist heute los? Junge. Über einen Leichenwagen drüber, jawohl. Das hat den Toten jetzt auch nicht gejuckt. Sorry. Schub einmal. Das heißt Entschuldigung und... Ja, diesmal lassen wir es nicht schnappen, würde ich sagen. Boah. Seht ihr schon wieder? Der wollte schon wieder so rumfahren, dann ist er wieder. Hier, seht ihr, die fahren schon wieder so komisch und dann wieder so einbiegen irgendwie, habe ich das Gefühl so. Aber. Oh. Naja, jedes Spiel hat einen Bug oder irgendwas. Wenn es überhaupt ein Bug ist, kann ja auch sein, dass es so ist, dass es ein bisschen schwieriger wird, das Fahren. Stimmen wir uns jetzt nochmal hier. Seht ihr, die haben gar nicht angehalten, wo wir gekommen sind. Die sind einfach weggefahren. So, yo, da kommt einer. Lass mal voll hier die Birne einfahren hier am Auto. Ja, der war wenigstens vernünftig, dieser liebe Herr Taxifahrer. So. Schüttle die Cops ab. Was? Na gut, komm. Dreckige. Ja. Und du sagst jetzt nix, ich sag einfach mal Officer. Na gut, Officer Mafia schön. Hier. Du sagst jetzt nix, oder was? Alter, hat er dir einfach gerade umgefahren? Den eigenen Kollegen. Also das ist wirklich asozial hoch 10. Die Polizei hier, die ist asozial hoch 10. Da fahren die einfach ihre eigenen Leute um, ja. Sehr logisch, wie wenn ich auf der Arbeit meine eigenen Kameraden umfahre. Ist auch nicht schlimm. Ist. Geben sie ihm ein paar Tote, aber ist ja nicht schlimm, oder? Nee, Spaß. Jungs. Hey, Vito, guten Morgen. Marty, was machst du denn hier? Joe meint, ihr braucht Hilfe. Und weil ich es den Iren voll gezeigt habe, will er mich mitnehmen. Er will dich mitnehmen? Wohin soll's denn gehen? Die warten schon auf dich. Also, wir reden später drüber. Mein Kumpel Vito. Morgen, Mr. Falcone. Hallo, Vito. Nimm Platz. Jungs. Also, was gibt's? Du hast uns Luca vom Hals geschafft. Gut gemacht. Dank dir wissen wir, dass Clemente hinter dem Angriff auf unsere Jungs steckt. Bisher konnten wir nie gegen ihn vorgehen. Aber jetzt ist er fällig. Er hat Leute von uns gefoltert und das bedeutet Krieg. Alles, was wir jetzt unternehmen, kann ich vor der Kommission rechtfertigen. Alberto weiß das. Er wird deshalb versuchen, uns zuerst anzugreifen. Das heißt, dass wir uns um Clemente kümmern? Ganz genau. Zufällig hat er für heute ein großes Treffen im Hotel Empire Arms anberaumt. Das ist die Chance, ihn und seine besten Männer endgültig loszuwerden. Na klar, wir marschieren da einfach rein und legen am helllichten Tag im nobelsten Hotel der Stadt ein paar Dutzend schwer bewaffnete Typen um. Keine Sorge, ich hab einen Plan. Scheiße! Joe, nimm sofort dieses Ding weg! Ganz ruhig, Eddie. Sie kann nicht hochgehen.
Erst wenn ich hier drauf drücke... Lass das um Himmels Willen, nimm das weg! Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Mach dir nicht gleich in die Hose. Hey, Leute, Leute. Wir marschieren da rein und jagen gleich den ganzen Schuppen in die Luft. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Keine Panik, so viel Wumms hat das Baby nicht. Da geht nicht gleich die komplette Hütte drauf. Aber jeder, der sich in dem Zimmer aufhält, wird zu Konfetti. Wie wissen wir, wann das Ding hochgehen muss? Wir stehen auf einer Fensterputzerplattform und sehen uns ganz gemütlich die Explosion an. Na, das ja, kann ganz ja gemütlich. Werden. Okay, Jungs, ich zähle auf euch. Wenn alles glatt läuft, gibt's eine hübsche Prämie. Ruf da an, wenn alles vorbei ist. Oh, übrigens, die Bar bleibt heute geschlossen, falls Clementi was plant. Tja, viel Glück, Jungs. Was ist mit dem Kleinen da draußen? Du meinst Marty? Er gehört nicht zur Organisation, deshalb muss er vor der Tür warten. Ich meine, was hat er hier zu suchen? Du stellst Fragen. Marty kommt mit uns, weil wir einen brauchen, der uns fährt und der uns den Rücken frei hält. Was hast du gegen ihn? Er ist ein anständiger Kerl, ich kenne ihn ewig, außerdem hat er mir den Arsch gerettet. Aber diesmal haben wir es nicht mit besoffenen Iren zu tun, sondern mit der mächtigsten Familie der Stadt und du schleppst diesen Grünschnabel an. Wie alt warst du, als du mit der Scheiße angefangen hast? Du redest wie ein kompletter Spießer. Hör zu, er wartet im Wagen und gibt auf Befehl Gas, das ist alles. Er weiß nicht mal, was wir im Hotel vorhaben. Und er fährt wie der Teufel, genauso jemand brauchen wir für den Job. Okay, wenn's sein muss. Aber trotzdem, irgendwie gefällt mir die Sache nicht. Ja, Leute, also wir müssen jetzt ins Empire Arms Hotel. Fahre Marty und Joe Wagen zur Tiefgarage des Empire Arms Hotels. Und wenn wir dann da unten sind, ist die Folge auch wieder rum. Ja, ist wieder kurz gegangen. Morgen kommt wieder Terraria morgen früh und morgen Mittag bekomme ich ja Besuch von dem lieben Yannick wieder. Da kommt dann eine Runde Mafia 2. Jo. Das wird auch lustig. Okay, ich fahre. Oder vielleicht kommt auch nochmal Terraria. Kann ja alles. Meine, wir haben ja Zeit. Oh mein Gott. Aber fein, nicht gleich zu es ist noch nicht, was es ist. Außerdem vertragen sich Sprengstoff und Verkehrsunfälle nicht. Ah, egal. Sprengstoff? Ja, für ein kleines Feuerwerk. Aber vergiss es wieder. Wir müssen zum Empire. Du hast Sprengstoff im Wagen, also sei vorsichtig. Ja, da sind wir auch schön jetzt, weil ich bin einmal an meinem Laptop, also ich habe ja auf dem Laptop auch, da bin ich einmal irgendwo dagegen gefahren, dann hat es mächtig gerumst. Langsam, aber heftig muss man irgendwo dagegen fahren, so ja, normal passiert jetzt nichts. Aber mit diesem Fahrstil von den Leuten hier ist es, glaube ich, ein bisschen unmöglich. Zumindest auf schwer, ich spiele ja auf leicht, ja. Willst du uns umbringen? Ja. Oh Mann, entspann dich. Sagt schon, Jungs, was läuft in dem Hotel da, hä? Rückt raus mit der Sprache. Was willst du, ein Buch schreiben? Ich hab dir gesagt, was du wissen musst. Hey, ich bin nur neugierig. Diese ganze Geheimniskrämerei... Marty, diese Geheimniskrämerei ist wichtig. Je weniger du weißt... Sieht man schon das Empire Arms Hotel? Ich glaube, es ist da hinten das oder da hinten? Sieh mich in Zukunft nach einem anderen Fahrer. Schon gut, keine Fragen mehr. Geht klar, ich hab verstanden. Aber ich glaube, dieser Marty stirbt doch noch irgendwann in der... in ja, Mafia 2. Ich hab's nicht mehr so in Erinnerung. Ach, Marty, da hinten ist es, okay, da hinten das. Entschuldige. Noch ein Wort von dir. Entschuldige, kein Sterbenswörtchen mehr. Oh. Verstanden. Komm, hier waren 80 erlaubt, das ist eine Hauptstraße gewesen. Das war eine Autobahn, lieber Herr Polizist. Das sind 80 mph erlaubt, miles per hour, wenn du es nicht das wüsstest. Mann. Och, halt euer Maul. Na. Park da und lass alle knarren. Nicht, dass uns Clementis Leute filzen und wir auffliegen. Hä, ihr seid hinten zugegangen, haha. So. Okay, Vito und ich gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gemietet, das dritte von oben. Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hintenrum durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Klingt gut. Du hast dir echt was einfallen lassen. Werd ja nicht frech. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. K-
keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Sprichst du mit dir selbst? Du bleibst hier. Ah, nie darf ich mit. Ja, und hier an dieser Stelle würde ich dann sagen, es hat jetzt eben gespeichert. Und da wir jetzt bei 15 Minuten sind, leider schon, normal wären wir schon bei... Scheiße, wir können hochgehen, aber ich meine, der erste Fail, naja. Okay, aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst mich natürlich wieder mit einem Daumen nach oben wissen. Natürlich, wenn ihr mich abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Und an dieser Stelle wie immer, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer SaschiLP. Und in der nächsten Folge gucken wir dann, was im Hotel so los ist. Ciao.